Guten Morgen, heute ist Tag 3 dieser Vollfettwanderung. Heute, guck mal, hier, dieser verschimmelte Stock hier. Der hat gehalten. Der ist nicht auf meinen Kopf gefallen. Und manchmal hat das geregnet nachts, aber das war kein Starkregen, so dass ich, das war trocken geblieben sind. Sondern so ein bisschen. Also sprich, mein Tarp Äußere ist nass. Und ja, jetzt gleich Kaffee machen, Zähne putzen, Sachen zusammenpacken und dann Wanderung Tag 3 Start kommt. Das fängt gleich schon wieder an. Guten Morgen. Was geht? Alles fit? Oh. Der Typ ist auch schon wach. Weil Nico seit gestern was mit dem Knöchel hat. Der hat da Schmerzen drin. Hat er mich nach einer Schmerztablette gefragt. Und hier Anne wollte reden. Dankeschön. Ich hoffe, danach geht das besser, weil hier habe ich genau Schmerzen, hier auf diesen Knöchel. Und das sollte danach hoffentlich besser gehen, weil wir wollen ja heute auch noch ordentlich wandern. Und ich habe da auch Bock zu. Aber mit den Schmerzen ist es schwierig ein bisschen. Aber wird schon. Wir sehen es positiv, Leute. Ja, wir wollen durchstarten. Musst du heute schonend laufen. Richtig. Schwarze explodierende Fliegen sind fertig. Das hört sich gut an. Ja, ich kann mich jedes Mal immer wieder aufs Neue wiederholen. Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Mein Kaffee ist bereits ausgetrunken. Und hier, in diesem Topfinhalt, das ist Wasser. Und für Nico, weil er möchte das hier machen. Und hier, langsam kommen Blasen. Das heißt, es ist fertig. Es ist fertiger, wie man, es ist genauso fertig wie mein Kopf. Perfekt. Ja, es ist drin und da entstehen immer noch Blasen. Urinfarbige Blasen. Sogar mit Schaum. Wunderschön. Das klang nach Schall. Voll geil. Und guck mal, ich habe hier schon mal mein Solarpanel hingelegt, weil meine erste Powerbank ist schon fast leer. Und jetzt gerade kommt hier so ein bisschen Sonne oder wie das heißt. Das heißt, die D3, das scheppert voll auf mein Solarpanel. Das finde ich voll geil. So lädt der Akku, genau, meine Powerbank lädt dann. Deswegen habe ich das genau so gemacht. Weil ohne diesen Strom oder wie das heißt, kann man nicht filmen. Und das ist scheiße. Und deswegen muss das so sein. So, Nico versucht jetzt zum ersten Mal mein Wurfzelt zusammenzubauen. Und der weiß bei diesem Schritt nicht mehr weiter. Und zwar, du musst den hier runterziehen. Bis hier unten? Oder? Nee, nicht ganz, sondern den hier wie so eine Schnecke reinziehen. Genau, richtig, wie eine Schnecke, zusammenrollen. Und jetzt? Ja, und den einen drunter, den anderen da drüber, genau, richtig. Und da unten siehst du ja diesen Band. Und den spannst du dann einfach hier drüber. Andersrum, oder? Musst du wissen. Ja, genau, dass der einfach rüber geht, sodass der sich nichts.
Ja, so sieht das schon gut aus. Nicht zu weit. So, dass der mittig ist. Genau. Ja, genau. Ja, dass das noch ein kleines bisschen weiter runter. Ja, genau, so sieht es gut aus. Perfekt. Ja, So. perfekt. Hast du gut gemacht. Danke. Nico hat mein Wurfzelt zusammengebaut. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ja. Prüfen, ob ich das morgen früh auch noch weiß. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Laut Navigation müssen wir den gesamten Weg wieder zurück bis nach Buchholz hinlaufen, um dort den Heidschnuckenweg zu finden. Das heißt, wir sind gestern Abend doch komplett falsch gelaufen. Cool, oder? Kommen noch mehr Kilometer und so weiter. Und das dauert dann länger, bis wir beim Ziel angekommen sind. Und wenn wir einen Tag länger brauchen, dann haben wir ein Video mehr. Wir haben hier den Heidschnuckenweg wieder gefunden. Jetzt können wir den endlich folgen. Leute, wir haben gerade Google gefolgt, wo Startpunkt von Etappe 2 ist. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, ob wir die richtige Richtung laufen oder die falsche Richtung. Aber wir sind natürlich die falsche Richtung gelaufen. Also wir sind wieder zurück hier bis zum Bahnhof hingelaufen. Wären wir nach Genau. Schlossberg gekommen. Und hier. Genau, wir sind wieder nach Richtung zurück. Die entgegengesetzte Richtung sind wir gelaufen, nach Richtung Fischbeck. Hamburg, Neugram, Fischbeck. Und wir haben hier eine Landkarte gefunden. Und wir müssen bis nach Brunsberg. Also das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen und nach da lang die ganze Zeit hinlaufen, bis wir dann dort angekommen sind. Das heißt, wir haben schon wieder ein paar Kilometer umsonst gelaufen. Und wenn wir dann nach da lang laufen, dann werden wir dort gucken, ob dort ein Dönerladen oder sowas da ist. Wir machen hier vorne eine längere Sitzpause, weil wir haben Bock auf Döner und wir haben keinen Dönerladen gefunden. Und Nico hat gegoogelt gehabt und dieser Dönerladen, der ist weiter entfernt. Wir müssen dann schon wieder so einen ganz weiten Umweg machen dann sonst. Und weil dieser Umweg Zeit und Energie raubt, haben wir uns geeinigt, dass wir uns beim Dönerladen Lieferdienst, Lieferservice bestellen. Also sprich, dass wir jetzt abwarten, bis der Döner hergefahren kommt, damit wir das hier draußen rumessen können. Und deswegen sitzen wir hier, weiß nicht, vielleicht etwas über eine halbe Stunde oder so hier fest, bis dann Döner kommt, dieser Lieferdienst. Und dann Döner fressen Start kommt und dann weiter zu gelaufen. Der Lieferservice ist gerade angekommen und hier, guck mal. Endlich fressen hier Pommes. Und Döner. Prüfen, wie dieser Döner hier schmeckt. Ich habe hier auch Döner. Einmal einen vegetarischen Döner mit viel Feta-Käse. Mal gucken, ob der schmeckt. Döner und Pommes sind aufgegessen und ich würde sagen, das war viel zu mittelmäßig, um das gut bewerten zu können. Das war viel zu durchschnittlich. Also, nee. Hat zwar Stärkung gegeben, aber hat nicht so gut geschmeckt. Also, wir haben was Besseres erwartet. Ah, Scheiße. Müssen wir hier. Weil ich halt nicht vorher angemeldet habe. Deswegen. Jetzt vorbei. Vielen Dank. Muss man den Wagen irgendwie hier durchkriegen. Und hat durchgeschafft. Und hat den Wagen richtig ranzig durchgeschoben bekommen.
Ja. Und jetzt weiter nach da gelaufen. Die See gefunden. Guck mal, was für ein geiler Weg. Und hier, Nikos Trolley hat so eine ganz kleine Minimalreifen. Und da kommt immer dieser ganze Dreck dran und die macht die Reifen kaputt. Und der hat immer größere Schwierigkeiten, das rumzuschieben, weil sich dieser ganze Sand und Dreck von diesem Weg da reinsammelt. Das gehört so. Hügel gefunden. Da. Jetzt hier runter zu gelaufen. Weg mit Schwierigkeiten. Guck mal, Shield gefunden. Und da steht drauf, Handellot 10 Kilometer. Und das ist so ungefähr so diese Zielortschaft, wo wir möglichst nah dahin kommen wollen heute. Wir sind die ganze Zeit Wald gelaufen, also von dort sind wir rausgeschlüpft gekommen. Und da guck mal, hier, das sieht so lila aus. Wir sind schon wieder auf dieser Heide drauf, oder wie das heißt. Das ist immer noch ein natürliches Antidepressivum. Guck mal. Nico hat Schwierigkeiten mit seinem Kackrad. Der ist so richtig verstopft. So, das, guck mal. Hier ganz viele Spuren hier hinterlassen worden ist. Richtig geil. So gehört das. Aussichtsstein gefunden. Ja, und das ist dieser Brunsberg, oder wie das heißt. Guck mal, wir sind heute 11 Kilometer gelaufen. Und guck mal, wie verkehrt wir gelaufen sind. Was für eine Umwege wir heute gemacht haben. Nur um extra diesen Startpunkt von Etappe 2 des Heidschnuckenwegs zu finden. Da sind wir, da wo das Rote ist, hier gestartet. Da haben wir ja heute Nacht gepennt. Sie war bis zum Bahnhof zurückgelaufen, um diesen blöden Startpunkt da zu finden. Dann haben wir den gefunden und dann sind wir hier die ganze Zeit rumgelaufen. Und hier vorne da, ja genau, da haben wir uns auch ganz kurz verlaufen gehabt. Das habe ich vorhin gar nicht erzählt gehabt, dass wir uns hier vorne auch ein bisschen verlaufen hatten. Da haben wir das Haar nicht gefunden. Oder beziehungsweise haben wir es nicht gecheckt, dass wir in dieser kleinen Gasse, wo mein Wagen nicht durchgepasst hat, als erstes, wo ich den durchziehen musste. Da hätten wir reingemusst, aber wir haben das nicht verstanden und sind einfach weitergelaufen. Cool, oder? Haben wir gut gemacht, oder? Ja, darauf erstmal geprost. Geprost. Gestern schon so Umwege, heute Umwege. Ja, natürlich, so gehört sich das. Egal, man erlebt was. Natürlich. Okay.
Voll geil. Ja. Ja. Hier kommt schon wieder so ein moosiger Waldstück. Also Waldstück mit, ja gut, hier sind ein paar Tannenbäumchen. Aber hier ist ganz viel Moos und sowas drauf. Grüne Moos. Ach ja, guck mal. Mit diesen Dingern. Nee, mit diesen Dingern hier. Wenn man kein Toilettenpapier oder Taschentuch oder sowas dabei hat, dann kann man sich damit den Loch abwaschen. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert, aber das sollte funktionieren. Ich glaube, das geht sogar. Also wenn das... Ja gut, kann man genauso machen. Das ist mein letztes Bier, was ich noch mit habe im Wagen. Das werde ich jetzt aufmachen. Gib Prost. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Er ist wieder angekommen. Endlich ist Flatti wieder da. Ja. Wo bist du ausgestiegen? Holm-Seppensen. Hier in Holm-Seppensen, das ist vielleicht ein Kilometer von hier entfernt, da sollte es Biergeschäfte geben. Das heißt, wir werden dort gleich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und so einen ganz kleinen anderen Weg bis zum Hannelore hinlaufen. Und in oder davor. Büsenbachtal, genau. Bei Büsenbachtal, dann setzen wir den Halsschnuckenweg wieder fort. Aber wir laufen jetzt erst, wir machen dann Abstechern im Holm-Seppensen. Hi. Ui. Wir haben dieses Holm-Seppensen gefunden. In dieser Ortschaft sollte es Biergeschäfte geben. Und das ist so ein richtiger Bierpower-Schild. Bierpower! Ich hab Bierpower gemacht. Wir sind jetzt gerade in dieser Ortschaft hier drin. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Biergeschäften. Wir haben einen Rewe gefunden. Rewe, das ist ein Biergeschäft. Und ich werde mir gleich Bier kaufen gehen. Und Nico will sich ein paar Brötchen oder sowas kaufen. Käsebrötchen irgendwie so, ja. Ja. Und genau das machen wir jetzt. Und hier, guck mal. Und Flatti, der passt auf unsere Sachen schon wieder auf. Und ich werde eine Cola trinken. Es geht doch nichts über Flüssignahrung. Ja. Das befürworte ich. Ja. Wir waren gerade in diesem Biergeschäft drin gewesen. Also in diesem... Ja genau, in diesen Rewe oder wie das heißt. Und darauf, dass wir jetzt hier rumsitzen, werden wir jetzt ein Allgäuer Büble-Bier trinken. Bei mir kommt nichts raus. Leider nicht abgeschossen. Bierausscheidung. Geprost. Sehr schaumig. Bestes Bier. Sehr gutes Genussbier zum Entspannen. Kropfen. So, hier Flatti. Der kommt genauso wie die letzten Male auch nicht mit uns hier im Wald übernachten. Er wollte noch etwas länger bleiben, aber leider fällt sein letzter Zug aus. Sonst wäre er so ein Stückchen noch mitgelaufen. Aber weil sein Zug ausfällt, fährt sein Zug jetzt gleich direkt. Und der fährt jetzt gleich nach Hause.
Genau. Und dann kommt er wahrscheinlich dann morgen oder so vorbei. Jo, bis vielleicht morgen, wenn es wieder heißt, wartet noch. So, wir sind hier auf dem Bahnsteig drauf. Und hier, guck mal. Der versiffte Zug von Flatty, der kommt hier angerollt. Da ist drin. Und jetzt weiter zu gelaufen zum Waldstück. Zu einem Wildcamp-Zeltplatz. Guck mal, Nico. Ich habe etwas gefunden. Und zwar hier. Hier vorne ist ein Schild. Da ist genau diese Zeichnung dran. Mit dem Reh drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Prüfen, ob irgendwelche Rehe dann hier mit ihren Hörnern dann hier vorbeigestoßen kommen und uns auf den Gehirnzellen drauf rammen. Dass die wegfliegen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob das heute noch passiert. Wir haben Würmer gefunden. Hier in der Nähe werden wir einmal durch diese Ortschaft durchgehen und dann hinter dieser Ortschaft einen Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Das machen wir hier bei diesen Würmer. Ja, guck mal, Nico hat sein Rad kaputt gemacht von diesem Koffer hier. Und Nico hat sich mit der Hand hier dran verbrannt, an diesen Eisen. Weil der ist so heiß, dass der sogar ganz leicht rauchen tut. Ich glaube, in der Kamera, das kann man nicht sehen, aber ich sehe das auf jeden Fall. Und das riecht man auf jeden Fall total verbrannt. Das riecht irgendwie total nach verbranntem Plastik. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Dass er hier... Ärgerlich. Jetzt die ganze Zeit nur noch mit einem Rad schieben muss. Das heißt noch mehr Schwierigkeiten und so weiter. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn wir zu dem nächsten Baumarkt hinlaufen, dass du dir einen Einkaufstrolley oder sowas holst. Ja, aber einen günstigen, 10 Euro oder so. Ja, weiß nicht, 20 Euro oder so. Ja. Ich könnte notfalls dir auch einen 10er dazugeben. Wir gucken mal. So ist das jetzt nicht. Wenn wir den nächsten Einkaufsladen haben. Mein YouTube-Geld ist ja drauf, deswegen kann ich das ja machen. Das brennt. Ja. Ja, genau. Genau hier. Nico hat sich seinen Finger verbrannt, weil das hier die ganze Zeit am Schmoren war. Hier, guck mal. Nico hat ein Rad ab. Der ist rausgefallen. Der ist rausgeplumpst. Das ist verloren gegangen. Das ist so ein richtiger Verliererrad. Wir haben hier eine Karte gefunden. Und wir befinden uns genau hier. Und hier steht H drauf. Mit diesem grauen Symbol, was dann auch hier und hier so lang führt. Genau. Hier oben, glaube ich, hatten wir den Heidschnuckenweg verlassen gehabt, sind dann runter zum Ort gelaufen, haben dort Bier gekauft und sind dann jetzt hier angekommen. Und von hier aus dann einmal hier hoch und dann dürften wir genau hier über diesen Heidschnuckenweg eingekommen sein. Und genau wie wir dann da angekommen sind, dann werden wir uns nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Ja, guck mal, wir haben den Heidschnuckenweg wieder gefunden. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dieser richtigen Richtung. Also nach Richtung nach da lang. Und, genau. Und wenn wir dann nach Richtung da lang laufen, dann laufen wir so ein bisschen da rein. Und dann suchen wir uns nach einem Wildcamp-Zeltplatz. Also ich bin zwar noch fit, um noch weiter zu laufen, aber Nico ist an Fuß, der spürt langsam wieder was, dass sein Fuß irgendwie so langsam nicht mehr mitmacht.
Und wegen seiner, wie heißt das Ding? Sein Koffer, dass der Rad abgefallen ist. Das ist für ihn jetzt gerade ein bisschen belastender und deswegen suchen wir uns gleich nach einem Wildcamp-Zeltplatz hier in der Nähe. Das machen wir. Wir sind ein Stückchen weitergelaufen und hier, guck mal, wir haben hier eine freie Fläche gefunden. Und wir dachten, dass das hier heute unser Wildcamp-Zeltplatz sein wird. Und weil ich hier auf die Schnelle keinen Stock finde, also keinen geeigneten für meinen Tarp, werde ich zum ersten Mal prüfen, wie es ist, hier diese zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach, dass ich da drauf meinen Tarp aufspann tue und da drunter penne. Ich glaube, genauso mache ich das. Aber jetzt nicht in dieser Variation wie in der letzten Zugbrückenübernachtung, sondern in der Variation wie die letzten zwei Nächte, dass ich den genau so aufbauen tue. Ich glaube, genau so mache ich das. So, ich habe hier jetzt gerade meinen Tarp mit meinem Wagen hier aufgebaut. Aber man sieht, dass das hier total scheiße ist. Also klar, notfalls könnte man jetzt da drunter pennen. Also ganz zur Not würde ich auch das auch so machen. Aber ich habe mir überlegt, weil das einfach viel zu niedrig ist. Und ich mehr Bock drauf habe auf mehr Komfort. Dass das hier höher liegt. Dass da mehr Platz kommt. Bin ich noch da ganz hinten zum Wald hingelaufen. Unter diesen ganzen nassen Rasen hier. Die ganzen Füße sind total durchnässt und so weiter. Ja, auch. Ich habe mir hier diesen verschimmelten Stock hier gefunden. Der ist ganz morsch und da könnte genauso wie der Stock in der letzten Nacht wegbrechen. Aber der ist auf jeden Fall länger als die zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach. Und deswegen denke ich mal, ich werde diesen tödlichen Stock hier mit der Sackkarre ersetzen. So, ich habe hier diesen morschen Stock hier dran gespannt. Und das sieht viel besser aus. Der ist so morsch. Das könnte gut sein, dass der jederzeit wegbrechen könnte. Und dann auf mein Gehirn fällt. Extra damit, um zu prüfen, wie viele Gehirnzellen dann von mir dann rausfallen, wenn das passiert, dass das hier wegbricht. Und wenn ich das hier auf Video aufnehme, dass das hier wegbricht und dann auf meinen Kopf fällt, dann verpflichte ich jeden größeren YouTuber dazu, das zu pushen, genau diese Szene. Genau, das verpflichte ich euch. Aber keine Ahnung, ob das passiert. So, und darauf, dass wir unser Wildcamp-Zeltplatz gefunden haben, und unsere Füße total nass sind von diesen ganzen nassen Grasen und sowas, werden wir jetzt gemeinsam ein Gute-Nacht-Bier trinken. Geprost. Geprost. Und danach dem Bierchen dann bald pennen gehen. Auf jeden Fall. und Zähne waschen. Ja. Damit wir dann für morgen dann gestärkt sind. Schlaf ist wichtig. Bier trinken. Oh, fuck. Ich bin hier diesen Buxtehude oder wie das heißt angekommen. Das ist ein richtiger Bierpower-Schild.
Bierpower!